hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2015 hier auf dem Jägerhof. Ja, wir waren da bei uns hier am Feld 38, uns das Korn runterzuholen. Würde ich sagen, schmeißen wir mal den Helfer wieder an. Mal aussteige. So. Ja, wie gesagt, das Finale ist verschoben. Also das ist echt nicht schön, wenn ich ehrlich bin. Die Stützen funktionieren im Übrigen immer noch nicht. Mal eben, dass wir den hier so ein bisschen befreien. Wir müssen den irgendwo anders hinstellen. Dass der eben nicht hier so irgendwo mittendrin steht. So. Ja, wie gesagt, der Gruber ist am Arbeiten hier. Die Sämaschine ist auch schon wieder fleißig dabei. Und, sorry für die kleine Unterbrechung. Irgendwie hat es ja gerade ein kleines technisches Problem gegeben. Ja. Läuft jetzt aber wieder. Zum Glück. So, wir müssen mal hier unseren Drescher begutachten, denn, das Feld ist dann doch sehr ergiebig. Ja, wie gesagt, also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir an größere Drescher und alles kommen. Denn so zu arbeiten ist nicht schön. Ich überlege sogar, ob wir nicht uns schon noch einen anderen Hänger holen, also den Brandner verkaufen. Und uns dann den Agroliner holen von Kröger. Denn es erspart uns halt extrem viel Hin- und Herfahrerei zum Abladen. Ich meine, das ist wieder Geldausgabe, aber naja. Hier haben wir jetzt halt das Problem, der fährt hier vier Bahnen und wir können das Ganze wieder... Ja, lass uns das mal eben machen. Pass mal auf. Also wir kaufen den mal eben Kipper und dann den Agroliner kaufen. Steht bereit. Sehr schön. Dann verlitzen wir da mal eben hin. Den Brandner verkaufen wir auf dem Weg dann direkt, um wenigstens auch wieder so ein bisschen Geld wieder reinzukriegen. Ja, ist schwierig, also mit den kleinen Stadtfahrzeugen hier, wie ihr seht. Also wenn wir uns jetzt hier nicht wirklich hinsetzen und da irgendwie uns mit dem Forst durchprügeln. Ich meine, das ist ohne Probleme machbar. Da irgendwie an so viel Geld zu kommen, dass man sich einen einigermaßen vernünftigen Drescher zu leisten. Aber ich kann euch denn jetzt schon sagen, dann werden die nächsten 4 bis 5 Folgen halt rein auf Holz bezogen. Ich weiß nicht, ob ihr da Interesse dran hättet. Es ist halt schwierig, uns fehlt halt im Moment diese Auswahl, diese Möglichkeit zu sagen, okay, können wir machen das oder wir machen das, weil wir halt sehr begrenzt die Maschinen zur Verfügung haben. Und ja, das ist, wie gesagt, wir haben halt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder, wie gesagt, ihr könnt das gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ach, jetzt war ich nicht ab. Möp. Was hat der Onkel vergessen? Der hat immer noch was im Hänger. Nee, wie gesagt, ich würde sogar gerne euch überlassen. Ob wir da jetzt sagen, okay, komm, wir machen uns da jetzt irgendwie 5, 6 Folgen oder was in den Forst und roden da mal so einen Wald weg und können uns dann die vernünftigen Maschinen für unseren Haupthof besorgen. Oder sagt, ja, nee, das ist langweilig. Und, klar, ich weiß selber, es ist immer dasselbe. Das wird sich auch überhaupt nicht verändern, dass wenn wir da in den Forst gehen, dass sich da irgendwas ändert. Wie gesagt, bis zum Scorpion King dauert. Da gibt es dann auch wieder 2 Möglichkeiten. Entweder wir sagen, okay, wir kaufen uns eine einigermaßen große Erntemaschine. Oder wir sagen, ja, nee, nimm doch mal den Scorpion King. Ich meine, früher oder später werden wir uns den so oder so kaufen. Also das, der ist, wie gesagt, der Forst wird Bestandteil dieses Let's Plays werden. Und wir werden da auch irgendwann den Punkt haben, wo wir uns dann wirklich mal ein paar Folgen hinsetzen und dann wirklich rein Forstwirtschaft betreiben. Die Frage stellt sich halt für mich, macht es am Anfang jetzt Sinn,
da gibt es halt die Pro und Kontras. Ne? Das Pro ist ganz klar, ja, es gibt halt enorm viel Geld. Ja, das Kontra ist aber, es ist halt sehr eintönig. Also es wäre schön, wenn ihr vielleicht da mal in die Kommentare reinschreiben würdet, was euch mehr interessieren würde. Beziehungsweise, wie wir an das Geld halt für die nächste Erntemaschine kommen. Wie gesagt, also wenn wir das auf der Landwirtschaftsschiene machen, dauert es noch. Dann auch noch eine ganze Ecke. Das kann ich euch soweit schon sagen. Also wie gesagt, wir haben unseren eigenen Multiplayer-Server. Da haben wir dann auch mehr oder weniger, eher mehr auf die auf der Landwirtschaftsschiene gearbeitet, weil wir dann auch gesagt haben, okay, komm, wir probieren das mal. Da ist man schon eine ganze Zeit lang unterwegs. Andererseits ist, wir haben es damals im Release-Stream gehabt, als das Spiel rauskam, da sind wir dann extremst mit auf Forst gegangen und also da kommt man dann gut in einer Stunde oder vielleicht, ich sag mal, anderthalb oder höchstens zwei, was natürlich in unserem Fall hier knappe vier Folgen wären, da kommt man gut und gerne an so viel Geld, dass man sich da ordentlich dicke Geräte, hoppala, ordentlich dicke Geräte zulegen kann. Ist halt jetzt die Frage. Wie gesagt, mir persönlich ist es egal. Wenn ihr sagt, okay, dann mach Forst und ich knüppel dann da irgendwie, keine Ahnung, 6-7 Folgen um Forst rum und wir haben dann eine vernünftige Erntemaschine, zumindest die erste einigermaßen vernünftige Erntemaschine. Oder ob ihr dann lieber sagt, ja, nee, mal du fixier dich dann doch lieber ein bisschen mehr auf die Landwirtschaft. Auch da bin ich nicht abgeneigt gegen, also so ist es nicht. Ich nehme mir da auch gerne die Zeit zu und mach das. Es ist halt, wie gesagt, beide Schiene sind sehr eintönig. Klar wird sich jetzt da oben am Hof nicht viel ändern. Das ist grubbern, sehen, ernten, grubbern, sehen, ernten, grubbern, sehen, ernten. Und dann gucken, dass man die Lager so voll hat, dass wenn die Angebotsnachfragen kommen, dass wir so viel im Korntank haben, dass wir sagen können, ja, und damit machen wir jetzt so unsere 100, 200, vielleicht auch 300.000 und haben halt ein gewisses Polster dann. Ist halt die Frage. Wie gesagt, mir persönlich ist das relativ egal. Oh, das hier unten wächst. Ah, ist klar, wir sind ja noch 15-fach gestellt. Aber wäre eigentlich das Feld da oben, das hier auch schon teilweise reif. Aber das ist halt, ne, auch so wie dieses Feld hier oben, es dauert halt ultra lange, das abzuernten. Also diese kleine Erntemaschine ist halt mäßig toll. Aber wie gesagt, ich möchte ja auch nicht rumcheaten oder dann sagen, jo, hier, pappt's und mal eben eine halbe Million oder was drauf und, ne. Weil, ich cheate generell nicht, ich möchte mir meine Gerätschaften erarbeiten und, nicht irgendwie durch einen Knopfdruck mir alles leisten können. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie Mod-Vorstellungen oder sowas macht, okay. Sei's drum. Aber für ein normales, vernünftiges Let's Play gehört ein Cheaten definitiv nicht dazu. Aber ich muss ja sagen, also diese Aussicht ist echt, echt klasse gemacht. Man guckt viel zu selten drumherum. Was ist so, dass es drumherum gibt. Ich mache das auch, wenn ich so für mich spiele, beziehungsweise dann wie im Stream oder auch auf unserem Multiplayer-Server. Man guckt total selten sich mal so die Landschaft an. Ja, wenn man hier so runterguckt in das Tal, ist schon schön. Da hinten der Güterbahnhof, der leider im Multiplayer überhaupt nicht funktioniert, also zumindest auf unserem nicht. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie Erfahrung mit habt. Also wir hatten da den Spaß, dass wir unsere Tanks, halt unsere Korntanks, auch extrem voll gemacht haben. Und ja, dann kam das Angebot, wo man hätte gut eine halbe Million Knete mit scheffeln können. Ja, und dann fuhren wir mit unseren Hängern dahin, standen auf der Abladefläche. Oben stand dann auch ganz normal auskippen. Ging aber nicht. Man konnte klicken, das verschwand kurz, tauchte wieder auf, man hörte so leicht so ein Kst. Also, wie jetzt, wenn man halt abkippt, dass die Hydraulik anspringt.
Und das war's dann. Es ging keine Tonne, kein einziger Liter raus, nichts. Und ja, ich weiß nicht, ob es. Ich glaube sogar, das ist ein allgemeiner Bug mittlerweile. Also, was heißt mittlerweile, sondern es ist einfach ein allgemeiner Bug. Bist du fertig, mein Freund? Du bist fertig. Das ist sehr schön. Fahren wir den mal eben fix da hoch. Dann kann der auch schon mal loslegen. Gesagt, es ist halt immer so ein bisschen russisches Roulette, was die Waren angeht. Also ich versuche jetzt irgendwie meine Lager, also was heißt gleichmäßig zu füllen. Also mit Raps kann man nicht gleichmäßig füllen, weil es halt einfach der Ertrag wesentlich niedriger ist. So, du bist auch beschäftigt und dich müssen wir auch gleich wieder abtanken. Den Tempomat wieder runterschrauben. Ja, wie gesagt, also im Großen und Ganzen ist das Spiel echt mittlerweile gut gelungen. Also für so kurz nach dem Release. Ja, das ist jetzt eine Woche, zwei. Und ja, gut, es sind halt hier und da noch kleine, ich nenne es mal Kinderkrankheiten. Manche sind etwas weniger erfreulich als andere. Wie gesagt, so Sachen wie wenn man dann halt im Multiplayer da steht und man kann seine Ware nicht wegbringen, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Man arbeitet darauf hin und. Also, wir haben dann, glaube ich, irgendwie 3, 4, 5, 6, 7 Tage vorlaufen lassen, um dass wir dann da irgendwie unsere Waren hinbringen konnten. Das ist natürlich nicht so schön. Aber gut, es lässt sich halt nicht vermeiden. Wie gesagt, es ist bei neuen Spielen immer so. Es gibt immer Fehler und die gehören auch dazu und die müssen auch eigentlich dazu gehören, denn wie gesagt, nur aus Fehlern lernt man und weiß, wo die Fehler zu suchen sind. Und von daher warten wir mal ab, was die nächsten Patches so bringen. Ich denke mal, die werden noch ganz, ganz. Upala, was war das denn? Die werden noch eine ganze Menge Fehler beheben und dann sieht das alles auch schon wieder ganz anders aus. So, jetzt gucken wir noch unsere Seemaschine. Die hat noch ein bisschen was vor sich. Ja, wie gesagt, jetzt ein paar Bäume aufzuladen lohnt auch nicht. Denn die liegen dann hinterher sowieso wieder unten. Aber ich denke, das können wir in der nächsten Folge einmal machen. Das Holz, was da noch rumliegt. Einmal alles aufsammeln, wegbringen. Und uns auch noch mal ein bisschen Geld. Dann sind diese ganzen Ladeprobleme dann auch weg. Also was die Baumstämme angeht, weil irgendwann haben wir sie dann in den ganzen Wald verteilt und das ist suboptimal, sag ich mal. Und so. Mal wieder daneben düseln. Wie gesagt, wir brauchen eine größere Erntemaschine, wir brauchen eine größere Sämaschine, wir brauchen einen Traktor und das summa summarum sind es knappe 600.000 Euronen, die wir benötigen dafür. Das ist eine Menge Geld, da müssen wir echt extrem viel für ackern. Auf den Ackern. Beziehungsweise dann auch vielleicht noch ein bisschen was im Forst, ne? Komm, zieh mal ein bisschen an. Ja, wir sind aber auch schon wieder am Ende unserer Folge. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es ist immer noch interessant für euch. Wie gesagt, bei der nächsten Folge, dann gucken wir mal, dass wir das ganze Holz da verschwinden lassen, was da noch rumliegt. Und werden das hier dann beenden mit den Feldern. Und die neue Saat dann wieder reif werden lassen. Und dann werden wir das alles so ein bisschen parallel laufen lassen. Aber das wird schon irgendwie funktionieren. Und wir werden auch irgendwie zu unserem Geld kommen. Es wird halt ein bisschen dauern. Ich hatte ja am Anfang sogar erst überlegt, auch schwer zu spielen. Wenn ich mir das jetzt mittlerweile überlege. Wir sind jetzt bei Folge. Müsste Folge 13 sein. Also das ist auch schwer. Und wir wären noch nicht mal ansatzweise so weit. Ja,
Also, ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Lasst uns ein Abo da. Wie gesagt, Kritik, Wünsche, Äußerungen könnt ihr gerne in die Kommentare schmeißen. Wir versuchen so weitestgehend das alles zu beantworten. Ja, und bis zur nächsten Folge.